Hallo, mein Name ist Angelika Beranek. Ich bin Professorin an der Hochschule München an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften. Mein Schwerpunktbereich ist Medienbildung und deswegen möchte ich in diesem Video auch kurz vorstellen, welche Angebote wir im Bereich digitale Medien und soziale Arbeit haben. Für uns ist es wichtig, Angebote aus der Medienpädagogik in unsere grundständige Ausbildung der sozialen Arbeit mit zu integrieren. Denn viele Sachen, wofür man früher eine Medienpädagogin oder einen Medienpädagogen gerufen hätte, sind heute Alltag eines jeden Sozialarbeiters, jeder Sozialarbeiterin. In vielen Bereichen, zum Beispiel in der Schulsozialarbeit, hätte man vor einigen Jahren noch, wenn man einen Online-Mobbing- oder Cyber-Mobbing-Fall gehabt hätte, sich externe Hilfe geholt. Heute muss man diesen Fall selbst bearbeiten und wir wollen natürlich unsere Studierenden hierfür qualifizieren. Dasselbe gilt eigentlich für viele andere Arbeitsbereiche auch, wo man entweder mit digitalen Medien arbeitet oder digitale Medien als Kommunikationsmittel verwendet. In der Beratungsarbeit haben wir zum Beispiel ja auch so etwas wie Online-Beratung, wo dann tatsächlich eben Beratung über digitale Medien stattfindet. Aber digitale Medien sind natürlich in vielen Beratungskontexten auch Inhalt der Beratung. In der Erziehungsberatung zum Beispiel oder eigentlich fast immer, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Hinzu kommen dann natürlich auch die Chancen von digitalen Medien, die wir auch sehen. Vor allem, wenn es um so etwas geht wie Teilhabe am Leben, nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch im Bereich der Inklusion oder in der Seniorenarbeit spielen digitale Medien hier eine zentrale Rolle. Und um das alles zu gewährleisten, haben wir spezielle Lehrangebote dazu. Lehrangebote, die sich so am Rande damit beschäftigen und Labore, in denen das Ganze dann eben auch gelernt werden kann. Außerhalb von Praxisfeldern, die natürlich auch jederzeit zur Verfügung stehen. Spezielle Lehrangebote haben wir sowohl im handlungsorientierten als auch im theoretischen Bereich. Handlungsorientiert bieten wir zum Beispiel Gruppenarbeit mit digitalen Medien an oder Gruppenarbeit mit Spielen, sowohl mit analogen als auch mit digitalen Spielen. Es gibt ein Seminar zum Thema Creative Gaming, in dem man sich Computerspiele aneignet und dann eben kennenlernt, wie man diese pädagogisch einsetzen kann. Auch im Bereich der Theorie haben wir ein vielfältiges Angebot. Zum Beispiel gibt es Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Medienbildung. Es gibt Seminare zum Thema Medientheorien oder Medienethik. Oder auch zu Machtaspekten und Medien. Das Seminar nennt sich dann Macht und Medien. Die Angebote ändern sich ständig ein bisschen, je nachdem, was eben gerade gefragt ist und was eben auch gerade gebraucht wird. Beispielsweise haben wir vor ein paar Jahren auch den Trend von Escape Rooms aufgegriffen und angefangen, digital-analoge Escape Rooms mit unseren Studierenden zu bauen. Das heißt, neben klassischen Sachen wie Video- und Audioarbeit gibt es dann eben auch Angebote, die sich an aktuellen Trends orientieren und eben nicht nur Escape Room, sondern auch Code Literacy, Making, all das versuchen wir eben hier in die Ausbildung mit einzubringen und den Studierenden anzubieten. Neben diesen Angeboten im grundständigen Studium, die quasi für jeden offen sind, gibt es auch einen speziellen Qualifizierungsbereich. Wenn unsere Studierenden aus dem fünften Semester wieder zu uns an die Hochschule zurückkommen, ins Hauptstudium, wählen sie einen Schwerpunkt. Und hier gibt es als Schwerpunkt Bildung, Kultur und Medien. In dem Schwerpunkt beschäftigen wir uns nicht nur mit digitalen Medien, aber ziemlich viele Sachen drehen sich dann doch um digitale Medien. Aber auch so etwas wie Kunst, Kultur und Bildung mit analogen Medien oder Meditation spielen hier eine große Rolle. Also alles eigentlich im Bereich der ästhetischen, kulturellen Bildung wird hier abgedeckt. Um das Ganze dann eben tatsächlich auch adäquat vermitteln zu können, braucht es auch Lernumgebungen, die passend gestaltet sind. Und diese Lernumgebungen im Bereich der digitalen Medien haben wir unter dem Oberbegriff Media Culture Lab zusammengefasst. Im Media Culture Lab sind mehrere kleine Labore
dann eben auch organisiert, die verschiedene Unterlaborleitungen haben. Das heißt, für das große Dach bin ich zuständig, aber für die einzelnen Labore gibt es dann immer noch mal separate Laborleitungen, die dort eben auch die Geschicke bestimmen und sich darum kümmern, was hier passiert. Zu diesen Laboren gehört auch die Medienausleihe, kein klassisches Labor, aber auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Fakultät. Hier können sich Studierende und Lehrende Medien ausleihen, die sie eben fürs Studium in irgendeiner Art und Weise benötigen. Das sind Fotokameras, Videokameras, aber auch Smartphones und VR-Brillen, VR-Kameras, GoPros, iPads und Laptops. Also all das, wo man sagt, das könnte ich jetzt gerade brauchen, um tatsächlich medial zu arbeiten. Einiges darf man an der Hochschule nutzen, anderes darf man eben auch in der Praxis dann ausprobieren und verwenden. Außerdem haben wir spezielle Software. Auch da ist das Angebot immer unterschiedlich, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Oder wir haben auch kleine Minicomputer oder Makey-Makeys, wo man aus allem Möglichen eine Tastatur machen kann. Also viele verschiedene Sachen versuchen wir hier anzubieten und eben auch so aufzubereiten, dass die Studierenden damit dann eben auch zu Hause oder in Projekten arbeiten können und dürfen. Neben der Medienausleihe gibt es dann ein Labor, was auch ein bisschen was mit digitalen Medien zu tun hat, das Labor für kulturelle Bildung. Hier findet vor allem eben Video- und Audioschnitt statt, und zwar auf einem anwendungsorientierten Niveau. Das heißt, für Mini München werden hier dann eben Filme erstellt oder über Mini München beispielsweise. Ein bisschen anderes technisches Niveau hat dann unser AV-Labor, das Audio- und visuelle Medienlabor. Hier haben wir von einfacher Software bis zu Premiere Pro auf aktuellen Rechnern alles Mögliche laufen. Und das wird genutzt für Bachelorarbeiten, für Studienarbeiten, für Projekte wie Interviews oder wir haben ein Seminar Oral History, was hier stattfindet, wo dann tatsächlich eben auch Biografiearbeit mit Medien geleistet wird. Wir haben eben auch die Jugendlichen, die von unseren Studierenden betreut werden, die im Kontext Leseprojekt arbeiten, die hier Musikvideos und Musikclips erstellen. Denn aus dem Leseprojekt ist mittlerweile auch ein kleines Medienprojekt geworden und auch dafür wird eben unser Labor verwendet. Das Labor steht zu den Öffnungszeiten den Studierenden zur Verfügung. Sie können sich eintragen und dort die Medien nutzen und es gibt auch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die eben dann bei technischen Fragen zur Verfügung steht, sich aber nicht inhaltlich einmischt. Ein Herzstück unserer Labore ist das Computerspielelabor. Im Computerspielelabor stehen Gaming-Rechner zur Verfügung, aber auch VR-Brillen, die Oculus Rift, HTC Vive, aber auch die PlayStation VR haben wir hier eben für unsere Studierenden. Und diese werden entweder im Rahmen von Lehrveranstaltungen genutzt, aber stehen auch zu den Öffnungszeiten des Labors für Studierende zur Verfügung. Wir haben verschiedene Steam-Accounts mit einer breiten Auswahl an digitalen Spielen, von Indie-Games bis hin zu Blockbuster-Titeln. Und uns geht es darum, dass die Studierenden sich diese Medien aneignen und selber eine pädagogische Grundhaltung auch zu diesen Spielen entwickeln können. Dass sie, wenn sie selber spielen, zum Beispiel lernen, das ganze Medium pädagogisch zu beurteilen. Wenn sie noch nicht gespielt haben, sich eben besser in Kinder und Jugendliche hineinversetzen zu können und das Medium kennenzulernen. Und eben auch die Bandbreite zwischen kooperativen Spielen oder eben kompetitiven Spielen, zwischen Pay-to-Win, Play-to-Win, wie funktioniert das eigentlich alles und auch die Kultur drumherum, wie zum Beispiel E-Sport, dann eben auch begreifbar zu machen. Im Computerspielelabor haben wir aber auch digitales Spielzeug, vor allem für unseren Studiengang BKI, Bildung und Erziehung im Kindesalter, wo man eben auch mal das ausprobieren kann und zum Beispiel unter Datenschutzaspekten sich das Ganze anschauen kann. Außerdem gibt es Lego Mindstorm.
Das sind spezielle Bausätze, um eben Programmieren zu lernen auf einem relativ einfachen Niveau. Aber auch das haben wir hier im Computerspielelabor und wird eben auch dann für solche Zwecke eingesetzt. Relativ neu ist unser Maker Lab oder Repair Café. Im Maker Lab ist es wie in allen anderen Laboren auch, wird genutzt für Lehrveranstaltungen, kann aber von den Studierenden auch in begrenztem Umfang selbst genutzt werden, wenn sie mit den Maschinen vertraut sind. Dort gibt es 3D-Drucker, Lötstationen, Holzwerkzeug, Nähmaschinen und eben auch Raspberry Pis zum Beispiel, Elektroden, leitende Materialien. Also alles, was man braucht, um selber Dinge herzustellen. Wir haben einen Miniscanner für 3D-Objekte, um zum Beispiel so Reparierprojekte umzusetzen. Und hier ist eben auch der Gedanke unter anderem ein bisschen Nachhaltigkeit, aber auch Empowerment und auch der emanzipatorische Charakter von Making soll hier eben umgesetzt werden. Wir berufen uns dort theoretisch auch auf das Maker Movement Manifesto von 2013. Hier würden ein paar Sachen festgelegt, was eigentlich so Making und die Maker-Bewegung ausmacht. Nämlich Make, Share, Give, Learn, Tool Up, Play, Participate, Support und Change. Alles dann eben auch nochmal im Maker Movement Manifesto nachzulesen. Das heißt, es geht darum, selber Dinge zu machen, aber auch ein bisschen die Kultur, die dahinter steht, zu verstehen und das Ganze dann natürlich auch wieder pädagogisch in irgendeiner Art und Weise umzusetzen und zu nutzen. So viel zu den Studienangeboten und den Laboren bei uns an der Fakultät. Auf der Homepage gibt es dazu noch mehr zu lesen. Der Link steht hier ja drunter. Und einfach mal reinklicken.